Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Wir haben es geschafft. Naja, wir haben ein bisschen davon geschafft. Ja, hauptsächlich hat es unser Lehrling geschafft. Wenn wir schon dabei sind, wie geht es unserem Lehrling? Ich höre schreckliche Geräusche von nebenan. Das ist Geschnarche, Alambik. Das arme Liebchen hat sich den Schlaf verdient. Es war ein harter Tag. Was machst du da drüben überhaupt? Ich dachte, ich könnte schon mal einen weiteren Weltensamen brauen. Benutzt du meinen guten Teeblätter? Ich verbiete dir, meine Teeblätter für Weltensamen zu verwenden. Schon gut, schon gut. Ich bin mir sicher, Gameplayerin wird genug Welten haben, aus denen wir Zutaten ernten können. Ach, vielleicht könnte unser Lehrling auch ein paar neue Teesorten für mich ernten. Guten Morgen, Liebchen. Lass mich dir erzählen, was heute da draußen los ist. So, statt Zufriedenheit sind wir jetzt bei 28% angekommen. Das ist sehr gut. 4 neue Leute sind angekommen. 211 Miora über Nacht produziert. Ja, dann schauen wir mal. Erkunde Wiesenquartiere, um ein Liedfragment zu erfinden. Ja, dafür müssen wir aber dann wieder einen neuen Bereich haben. Mal schauen, was uns der heutige Tag bringt. So, also, wir müssen ein Liedfragment finden. Und ich sehe gerade, er steht gar nicht hier. Also können wir die Aktionen auch gar nicht ausführen. Dann gehen wir direkt schon mal rüber. Zu unseren tollen neuen Welten. Wenn ich jetzt wüsste, dass es nach oben auch noch weitergeht, ne, dann würde ich ja normalerweise sagen, wir machen schon mal was Neues, damit wir hier neue Essenzen bekommen. Das Problem ist nur, im Moment, ja, sieht es noch nicht danach aus. So, ja, ich hätte euch lieber heute etwas anderes gezeigt, aber leider muss ich nochmal hier in die Welt reingehen. Ich glaube insgesamt noch zweimal, bis wir hier endlich weiterkommen. Deswegen, ich will euch natürlich nicht mitschleppen, dass ihr dann immer wieder die gleichen Sachen seht. Deswegen würde ich sagen, ich arbeite jetzt hier nochmal so ein bisschen und wenn ich hier irgendwas Spezielles bekomme oder ähnliches, oder wenn ich durch bin spätestens, dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. Bis gleich. Ja, und damit sind wir fertig für heute. Es kam auch nichts rein, was jetzt irgendwie noch besonders wäre. Die üblichen Aufgaben waren drin. Jetzt können wir endlich wieder zurück zu den Wiesenquartieren. Und da sollen wir ja ein weiteres Fragmentteil suchen. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hier anfangen soll, ehrlich gesagt. Die haben alle noch die Aufgaben. Oha, wo kommt das Haus her? Ach nee, das hatte ich ja gebaut. Ach ja. Ich habe mich schon gewundert, weil das so nah hier dran war. Okay, also hier kann ich offensichtlich immer noch nichts Neues machen. Ich weiß jetzt nicht, gilt das jetzt noch zu den Wiesenquartieren, wenn wir hier rübergehen? Müssen wir mal schauen. In die Höhle, weil es kann nämlich sein, dass wir da eventuell jetzt was Neues entdecken können. Es wäre zumindest logisch. Ich meine, ah, sehr schön. Oder auch nicht. Die kriege ich so nicht auf. Und ich weiß auch nicht, wo der Herr mit den großen Ohren eigentlich schon wieder hin ist. Ich habe seinen Namen vergessen. Da hinten kommen wir theoretisch... Nein, nein, nein. Och. Ja, ich weiß. Ich bin so gewohnt, dass meine Karte hat, dass ich eigentlich... Naturschutzgebiet, ja, aber da habe ich jetzt auch nichts Neues mehr. Ich könnte vielleicht hier nochmal gucken. Ja gut, er könnte mich nochmal zurück zu den Wiesenquartieren bringen. Weil
Ich sag mal, wenn da schon steht, dass wir die Wiesen... stopp. Was ist mit dir? Wie geht's dir heute Morgen? Haben wir denn schon etwas, was du haben wolltest? Oh, ich hab's total vergessen. Moment, ich hab mir das doch aufgeschrieben. Wer ist denn das überhaupt? Ich hab den Namen vergessen. Also die eine braucht ein Shirt, ein Bart. Haben wir beides doch nicht bekommen, oder? Ein Bart oder ein Shirt? Kontaktlinsen habe ich schon. So, ja, jetzt gab es eine kleine Unterbrechung. Es hat nämlich gerade DHL an der Tür geklingelt, wie es irgendwie immer so ist. Ich habe manchmal das Gefühl, die warten einfach nur darauf, dass ich hier irgendwas aufnehme und schwupps, schon sind sie da. Ja, also ich finde hier zumindest nichts, was auch nur ansatzweise den Sachen gleicht. Jetzt weiß ich den Namen gerade. Achso, Winnie war das. Okay. Aber wieso hat die dieses Symbol drin? Ach so. Okay, schau mal, deine gestreifte Alchemistenstrümpfe. Ich hasse sie nicht und ich liebe sie auch nicht. Sie ist einfach da, aber ich bin natürlich froh, dass sie da ist. Okay. Das hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Ja, ich lasse das jetzt einfach erstmal stehen. Und schau hier mal, ob wir noch ein bisschen was anderes machen können. Hier ist es doch noch irgendwie... Ach nee, die haben die hier abgebaut, oder? Standen die nicht hier? Das haben wir aber schon mal gelesen, oder? Ja, das mit der schrecklichen Seuche. Genau, das haben wir schon mal gelesen. Warum das dann immer noch so am Leuchten ist, weiß ich nicht. Da unten... Moment, hier oben. Was ist das denn? Haben wir das vorher gar nicht gesehen? Oder sind wir da gar nicht hingegangen? Das kann natürlich auch sein. Das sieht doch ziemlich cool aus. Ja. Machen wir die kaputt? Ich hoffe nicht. Was war das denn? Komme ich da jetzt ran? Ja, jetzt aber. Sehr schön. Prinzessin Schleifentapete. Okay. Kann ich das hier auch noch irgendwie kaputt machen? Da steht zumindest, dass ich es machen kann. Hallo. Ich will dich kaputt machen. Geht doch. Ja, perfekt. Das war zwar jetzt kein Lied, was wir gefunden haben. Oh. Ja, ich möchte euch nicht erschrecken. Es tut mir leid, es tut mir leid. Oh, ein neues Tagebuch. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Von diesem Zuhause aus habe ich mit angesehen, wie meine Kinder erwachsen wurden und selbst Kinder bekamen. Dieses Land hat mich geboren. Es ist ein Teil von mir. Und ich bin auch ein Teil von ihm. Und deswegen kann ich nicht von hier fortgehen. Ich werde immer ein Teil dieses Landes sein. Okay. Da unten, das sieht aber so vielversprechend aus. Können wir da irgendwas machen oder erst später? Ja, erst später, so wie es aussieht. Ne? Ich will da durch. Beziehungsweise ich will irgendwas machen können, dass das aufgeht. Mann, oh. Was ist das denn hier? Kann man auch nichts machen. Oh, Moment. Hier ist noch einer. Nein, ich habe keinen Schlüssel. Aber was ist denn das für eine Truhe? Silbertruhe oder sowas? Eisentruhe? Sowas wie eine Eisentruhe wahrscheinlich. Da können wir, meine ich, einen Schlüssel für kaufen. Hat sich hier gerade was bewegt? Das ist halt so... Weiß ich aber ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr wo. Ich meine. Oh, da hinten. Ja, da gibt es auch noch was. Ein neues Tagebuch. Die Dürre. So wurde sie genannt. Der Name ist eigentlich egal, denke ich. Ein Name steht für etwas. Und diese Dürre wird unser Ende sein. Viel war das jetzt nicht. Sag mir bitte, dass hier ein Schlüssel drin ist. Ich brauche einen Schlüssel, Leute. Ein Eisenschlüssel. Mann. Da hinten auf der Seite ist auch noch was. Da komme ich jetzt aber so definitiv nicht rüber. Ah, ich glaube, du bist auch kein neues Lebewesen, ne? Nee, Bequemlichkeit. Die kennen wir doch alle, die Bequemlichkeit.
Okay. Dann schauen wir mal. Hier kommen wir auch nicht durch, ne? Es ist gesperrt, okay. Ich muss irgendwie, wenn, dann gucken, dass ich von oben da drauf springe. Was allerdings nicht so einfach sein wird, gehe ich mal von aus. Moment, das ist doch das Naturschutzgebiet jetzt hier. Oder irre ich mich da? Also hier ist das, wo ich gewesen bin. Muss ich also noch ein ganzes Stück weiter. Ah, nee, hier ist das Naturschutzgebiet. Ach, das war jetzt noch ein neuer Teich. Okay. Da hinten. Aber ich denke mal, das ist wirklich jetzt noch nicht machbar, da drüber zu springen. Weil das ist eine neue Tür. Also da kann ich dann wohl auch nichts freilegen, so wie es aussieht. Okay, aber ich sollte ja eigentlich die Wiesenquartiere erkunden und jetzt nicht diese Bereiche drumherum. Doch alles doof. In den Wiesenquartieren kann ich aber nicht wirklich was erkunden. Bin ich jetzt schon wieder drin? Ja. Oder? Ich meine ja auch, wenn das mir jetzt noch nicht angezeigt hat. Da drin ist aber auch nichts irgendwie, dass das hier im Wasser ist oder so. Fragen über Fragen. Okay. Das wurmt mich jetzt. Ich möchte gerne an diesen ganzen Stellen weiterkommen, aber das dauert immer alles so lange, bis man weiterkommt. Da muss wieder ein neuer Tag vergehen und da muss wieder irgendwas gemacht sein oder was weiß ich was. Hier können wir hoch. Ich weiß nicht, ob das vorher auch frei war. Ich glaube, es war vorher nicht frei, aber es bringt uns auch nicht allzu viel. Nee, da gehen wir nur wieder runter. Ein paar Dekorationen hier und da und schon sehe dieser Ort noch wunderbarer aus als zuvor. Ja, das ist ja toll. Es bringt mir jetzt aber gerade nichts. Was ist das denn? Sprungtor. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Okay. Schauen wir mal. Die Tapete. Also hier muss dann auch erstmal passieren, dass sich das dann wieder alles befreit, nehme ich an. Ich glaube, ich gucke mir die Statue jetzt von der falschen Seite an. Ich bin mir aber nicht sicher. Ein Goldschlüssel. Oh, das ist sehr gut. Auch wenn ich eigentlich Silber oder Eisen brauche. Also ich denke, das wäre dann Silber. Darum komme ich auch nicht. Ich komme da hoch. Okay, ich komme da hoch. Jetzt muss ich nur gucken. Oh. Nein, 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 nein. Oh. Hallo. Nein. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, so funktioniert das nicht. Au. Das Wasser wollte ich eigentlich nicht. So. So. Oh, nee, da war kein Ton mehr. Oh, es ist laut hier. Hilfe. Okay, ich denke mal, dann haben wir hier wohl alles erkundet, was hier drin war. Aber nichts davon bringt uns jetzt irgendwie weiter. Tja. Das mit den Dekorationen ist ja alles schön und gut, aber da ist auch noch jemand, der hier einziehen möchte. Wer bist denn du? Ah, hallo. Wohnst du hier? Ich bin gerade erst angekommen. Lass uns mal reden. Warum ich hier bin? Ich hatte ehrlich gesagt nichts Besseres am Wochenende vor. Ja gut, das sind ja immer die gleichen Sprüche, die die bringen. Nee, nee, hau doch nicht ab. Restaurant. Na gut, ich habe kein Restaurant. Ach, schon gut. Ja, ja. Das ist doch Mist, das ist doch Mist. Tja, ehrlich gesagt bin ich jetzt total überfordert. Wegen der Erkundung der Wiesenquartiere. Hier kann man auch nichts machen, ne? Ich habe hier ja sonst nichts mehr zu machen. Ich
weiß jetzt auch nicht. Ja, zum Bauen hatte ich jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob wir eventuell irgendwo mal unterwegs eine Truhe gefunden haben, die man jetzt nur mit dem Goldschlüssel aufmachen kann. Das könnte natürlich auch sein. So komme ich hier nicht nach rechts rüber. Aber wir sind jetzt hier überall letztendlich durchgelaufen. Und alles ist ausnahmslos blockiert. Zwei Teiche. Tja. Wir wollten hier übrigens noch irgendwas bauen. Ich glaube, genau, eine Bibliothek wollten wir noch bauen für den einen, ne? Ich denke mal, dass wir da immer noch nicht. Nee, haben wir immer noch nicht genug Essenzen für. Puh, ja. Moment, Gasthaus? Ah, nee, Gasthaus. Restaurant wollte der eine ja. Tja. Ich laufe hier quasi sinnbildlich ein wenig auf der Stelle aktuell, weil ich wirklich, die Richtung hat sich, wirklich nichts, ja, nichts mehr wirklich machen kann. Wirklich nichts mehr wirklich machen kann. Der weiß gut. Deswegen schauen wir mal eben, ob wir hier noch was machen können. Ja, da können wir mal mit ihm interagieren. Wenn wir es denn machen können und nicht wieder zu nah dran stehen. So. Mich wurmt das jetzt. Ich meine, da steht ja, erkunde die Wiesenquartiere. Und ich kann sie aber nicht erkunden. Also, besser gesagt, ich habe sie jetzt schon erkundet. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt wirklich so einen silbernen Schlüssel brauche. Das wäre jetzt das Letzte, was wir noch probieren könnten. So, damit sind wir fertig. Wo konnte ich jetzt die Schlüssel holen? Ich glaube, in der Bäckerei konnte ich mal was kaufen, oder? Ich probiere es mal. Jetzt der Blumenladen, nicht die Bäckerei. Aber hier konnte man, meine ich, auch was kaufen. So, Eisenschlüssel. Oh ja, Eisenschlüssel. Den nehmen wir doch einmal. Ach so, das ist eine uralte Münze. Ich wollte gerade sagen, irgendwie. Alchemistische Batterie. Also ich denke mal, dass wir die Sachen später auch brauchen werden. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment, wo war jetzt die Truhe? War die da direkt am Anfang oder war die später? Jetzt bin ich hier auf dem. Nee, jetzt bin ich immer noch da drüber. Da war die Truhe. Gehen wir da runter. Gehen wir mal aus dem Weg hier. Ich muss hier. Ich muss was ausprobieren. War die hier unten? Ja, ich glaube, da, wo wir rüberspringen mussten, oder? Ja, genau, perfekt. Aber es ist nur Dekoration drin. Es ist nur Dekoration drin. Tja. Hat uns jetzt nicht wirklich viel gebracht, ehrlich gesagt. Ich habe es jetzt auch auf die Schnelle nicht sehen können, aber ich denke mal nicht, weil da jetzt nichts mit abgeschlossen stand. Ich denke mal nicht, dass wir da jetzt irgendwas bekommen haben wie ein Bad oder so, was wir noch brauchen. Ja, also das ist eine ziemlich ratlose Folge heute. Es tut mir wirklich leid, aber ich. Was ist denn mit dir? Bist du nicht hier derjenige? Genau. Bist du bezüglich meiner Unterkunft vorangekommen? Ach ja, dir habe ich ja ein Haus gebaut. Genau. Genau, er wollte ja auch die Bibliothek haben. Das heißt hier. Nee, er ist doch schon hier drin. Das war doch Pallas. Was soll ich denn hier? Dachfarbe, Sockelfarbe, Blumenkasten. Briefkasten. Eleganter, imposanter. Okay. Ja, aber ich habe ihn ja schon einziehen lassen. Also ich weiß jetzt nicht genau. Moment, ich schau mal eben nach. Also irgendwie.
Irgendwie stehe ich hier, glaube ich, gerade auf dem Schlauch. Was haben wir denn hier? Achso, bei den Blaupausen. Picknickplatz. Okay. Da müssten wir auch mal gucken. Also, die möchte ein T-Shirt. Genau. Hä, wie weise Pallas ein Haus zu? Ich habe denen doch schon ein Haus zugewiesen. Hä? Wieso ist das nicht abgehakt? Ich meine, die Bibliothek? Okay, das kann ich nachvollziehen. Aber das Haus habe ich ihnen doch schon zugewiesen. War das jetzt hier? Da wohnt er doch schon drin. Hat bestimmte Unterkunftsanforderungen. Die ich aber nicht einsehen kann. Das ist immer gut. Ja, das finde ich ein bisschen doof gemacht, ehrlich gesagt. Also hier steht jetzt zum Beispiel... Oder kann ich hier drauf klicken? Nee. Hier steht zum Beispiel, er hat bestimmte Unterkunftsanforderungen. Ja, was denn für welche? Ich würde die gerne irgendwo... Ich würde das Haus gerne so machen, wie er es möchte. Aber ich habe absolut keine Ahnung, wie er es möchte. Und hier bei den Zielen zum Beispiel, da steht es ja auch nicht drin. Da steht nur drin, weise Pallas ein Haus zu, was ich ja bereits gemacht habe. Und weise Pallas eine Bibliothek zu. Gut, das können wir jetzt noch nicht, weil wir die Essenzen nicht haben. Also da fühle ich mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen verarscht, wenn sowas dann ist. Weil sein Haus steht da. Was ist denn das da? Das ist ja cool. Hehe. Er hat sich auf jeden Fall gut eingelebt. Ach nein, das ist nicht euer Ernst. Ich muss mich da vorstellen, damit das dann abgehakt wird. Wollt ihr mich veräppeln? Das ist doch nicht euer Ernst. Kann ich hier irgendwas machen? Beinhaltet verschiedene nützliche Haushaltsgegenstände. Okay. Bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Das Waschbecken ist blitzblank geputzt. Ja, ich denke auch mal, dass der recht sauber ist, ne? Okay. Ja gut, ist jetzt auch sein Haus. Also dementsprechend werden wir jetzt hier auch mal rausgehen. Wir haben auch nicht mehr allzu viel Zeit heute. Deswegen möchte ich das gerne noch machen. Oh ne, jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Mit der Alchemie, ob wir da noch irgendwas sozusagen entsorgen können. Also irgendwas verwerten können. Ja, man sollte auch die richtige Taste zum Springen benutzen. Ich habe schon verstanden. Okay. So, Alterchen. Naja. Was haben wir denn? Was können wir denn noch machen? Samen der Stille. Ja, können wir ja so nicht benutzen. Ne? Wir können ja nur die Essenzen benutzen. Also müssen wir das auf jeden Fall zerlegen. Und was haben wir jetzt da rausbekommen? Was müssen wir... Achso, dieses Verträumt. Das war ganz wichtig. Das hatten wir nämlich nicht. Tropfenbehaglichkeit, das ist schon alles... Da haben wir auch schon alles raus. Da haben wir auch alles raus. Andererseits, wer möchte Steinplatten haben? Das können wir, denke ich mal, guten Gewissens... verwerten. Bei den Samen hier bin ich mir jetzt nicht so sicher. Die, weiß ich, konnten wir noch tauschen. Die anderen weiß ich jetzt nicht so genau. Wir hatten auch noch die Möglichkeit, den Kern zu tauschen, damit wir mehr von diesem klebrig bekommen. Ich hoffe, ich bekomme das noch hin, bevor der mir sagt, dass wir zu spät am Tag haben. Ich versuch's mal. Ob wir jedoch ein weiteres Liedfragment finden werden, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.